Hallo, herzlich willkommen. Ich bin die Alexandra Tradler und ich freue mich voll, dass du heute mit dabei bist. Wir werden jetzt gleich eine tolle Predigt hören. Und hey, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann nimm doch bitte Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns, von dir zu hören. Ich bin der Johannes Tomaschek. Ich bin Pastoralassistent da an dem Standort. Und ich bin auch Jugendleiter von der ganzen Kirche 365, von allen Standorten. Und ja, gemeinsam mit dem Standortteam dürfen wir jetzt in der Zeit, wo der Pastor Jürgen Sabbatical macht, den Standort leiten. Und es ist echt richtig cool. Jeder trägt da so einen großen Teil dazu bei. Und das ist echt richtig gut. Und ich mag gern alle begrüßen, auch die online zuschauen oder die zuhören. Richtig gut, dass ihr dabei seid. Heute am Pfingstsonntag. Das ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Wir sind ja eine Pfingstkirche. Das heißt, der Heilige Geist hat einen hohen Wert da in unserer Kirche und das ist echt ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Kirche. Und gestern, wo ich mich vorbereitet habe, ich wollte irgendwie die Predigt vorbereiten, wollte mir einen Laptop sitzen, wollte was ausschreiben, okay, was gebe ich jetzt weiter, habe dabei ein bisschen Lobpreismusik gehört. Und dann war es so, dann bin ich so berührt worden, vom Heiligen Geist. Ich war so berührt, dass ich jedem in diesem Raum oder auch der zuschaut, den Heiligen Geist näher bringen darf, dass ich den Heiligen Geist vorstellen darf, dass ich wirklich dem Heiligen Geist so eine Bühne bauen darf, dass er da wirken darf. Und ich war echt so berührt war ich schon lange nicht mehr. Und das war so, so ganz besonders. Und deswegen glaube ich auch, dass wirklich, ja, halt für jeden von uns wirklich was dabei ist, wo wir den Heiligen Geist neu kennenlernen können, wo wir ihn besser kennenlernen, wo wir eine Begegnung mit ihm haben können. Und deswegen einfach als Ermutigung von meiner Seite, lasst uns wirklich erwarten, den Heiligen Geist kennenzulernen, weil nur wenn wir Erwartung haben, dann kann die Erwartung gestillt werden. Wenn wir da sitzen und sagen, okay, ja, ist ein Gottesdienst, ist eine Predigt und schauen wir mal, was er so erzählt da vorne, dann wirst du wahrscheinlich nicht so viel bekommen. Aber wenn du drin sitzt und sagst, ja, ich mag den Heiligen Geist kennenlernen, ja, ich mag mehr von ihm, dann kann Gott diese Erwartung auch erfüllen. Und deswegen wirklich als Ermutigung, wenn dich nur irgendwas belastet, wenn du nur irgendwas im Kopf hast, wenn du denkst, der Typ da vorne hat weiße Tennissocken, oh, was ist falsch mit dem, Steffi lacht, da haben wir schon mal einen Witz gehabt, dann schalt es ab, leg es weg und konzentriere dich wirklich ganz auf Gott, weil Gott mag dir ganz besonders heute begegnen. Genau, und letzte Woche haben wir das Thema gehabt, der Heilige Geist, dein Helfer. Da hat die Angelika Herbst drüber gepredigt und das war eine richtig gute Predigt. Und wo ich dann so überlegt habe in der vergangenen Woche, hey, über was predige ich jetzt diese Woche, weil der Heilige Geist ist so ein umfangreiches Thema. Im ersten Kapitel der Bibel ist der Heilige Geist schon da und im letzten Kapitel der Bibel ist der Heilige Geist immer noch da. Das heißt, er zieht sich durch die ganze Bibel, er ist genauso groß und so wichtig wie Gott Vater und Gott der Sohn, also Jesus Christus. Genauso ist der Heilige Geist auch von Anfang bis zum Ende immer dabei gewesen. Und es ist so, bevor man mit dem Heiligen Geist unterwegs sein will oder bevor man überhaupt mit ihm unterwegs sein kann, ist erstmal wichtig, dass man versteht, wer oder was ist der Heilige Geist eigentlich. Und das ist bei mir oft so gewesen, bevor ich wirklich mit Jesus gegangen bin und gesagt habe, hey Jesus, sei du mein Herr, und bevor ich mich mehr mit der Bibel beschäftigt habe, war das Thema Heiliger Geist immer so was ganz Abstraktes. Irgendwie so, boah, der Heilige Geist, ein Geist. So, okay, was ist das? Und irgendwie habe ich schon gewusst, man spürt den irgendwie, aber ja, es war irgendwie sehr abstrakt und irgendwie fern. Und je weniger, also wenn wir nichts über den Heiligen Geist wissen, dann wird er auch fern bleiben. Wenn wir ihn nicht kennenlernen, wenn wir keine Infos zu ihm haben, wenn wir einer Person nicht begegnen, dann wird die immer fremd bleiben. Aber wenn wir einer Person begegnen und uns aufmachen, um mit der Person zu sprechen und sie kennenzulernen, dann wird es einfach mit der Zeit, lernt man die kennen und weiß, wie die tickt.
Ja, und eben bis ich mehr über den Heiligen Geist gelernt habe und bis ich ihm persönlich begegnet bin, würde ich jetzt mal behaupten, war er irgendwie fern. Und was habe ich am Anfang gedacht? Vielleicht geht es dir genauso. Was ist der Heilige Geist? Vielleicht denkt man sich, der Heilige Geist ist eine Kraft, eine übernatürliche Kraft oder eine Macht. Oder der Heilige Geist ist Zungenrede. Vielleicht haben von dem schon manche mal gehört, Reden in neuen Sprachen. Oder vielleicht denken manche, der Heilige Geist ist so ein Gänsehautgefühl oder irgendein geheimnisvolles Gefühl, irgendwas ganz Abstraktes, vielleicht irgendwas Unpersönliches oder ganz weit weg, hat nichts mit mir zu tun. Aber das ist alles der Heilige Geist nicht. Das sind vielleicht Auswirkungen von Heiligen Geist, Sachen, die der Heilige Geist mit sich bringt, aber das ist nicht der Heilige Geist selber. Sondern, dann stellst du vielleicht die Frage, okay, wer oder was ist dann der Heilige Geist? Und was ich halt machen mag, ist, dass ich uns anhand der Bibel einfach ein paar Sachen aufzeige, wer ist der Heilige Geist überhaupt, dass ich euch über den Heiligen Geist erzähle und dann mag ich aber auch die Gelegenheit schaffen, den Heiligen Geist zu spüren und zu erleben und ihm zu begegnen. Und es ist oft so, wenn wir, vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie über eine Person jemand anderen erzählst und sagst, hey, die kann das und das und das, über deinen Partner zum Beispiel, und du redest mit deinem Freund über deinen Partner, die sich noch nicht kennen, du sagst, wow, der ist so cool, der hat die Eigenschaft und die Eigenschaft und die Eigenschaft, und dann kann man sich schon so ein Bild machen von der Person, aber bis man sie wirklich selber kennengelernt hat, ist es immer nur irgendwas Fernes irgendwie. Und deswegen diese zwei Sachen. Zum einen, dass wir uns schon die Persönlichkeit des Heiligen Geistes vorstellen können und zum anderen dann, wenn man der Persönlichkeit dann begegnet, face to face, dann checkt man, ah, okay, so ist es also. Und deswegen mag ich jetzt erst darüber sprechen, wie der Heilige Geist ist und wer er überhaupt ist. Und ich habe meine Bibelschulunterlagen rausgekramt zum Thema der Heilige Geist. Und da sind viele Bibelstellen dabei. Und zwei Sachen, die ich festgestellt habe, ist zum einen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist hat einen Verstand bzw. Intellekt. Der Heilige Geist hat einen eigenen Willen. Der Heilige Geist hat Gefühle. Und ich mag mal da kurz reintauchen und anhand der Bibel das auch belegen. In Römer 8, Vers 27 heißt es, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Das heißt, der Heilige Geist erforscht die Herzen, er hat einen Verstand, einen Intellekt, dass er wirklich unsere Herzen erforschen kann, dass er differenzieren kann, okay, da ist das, da ist das, da ist das. Und das ist der erste Punkt, er hat einen Verstand, er hat einen Intellekt. Zweiter, er hat einen Willen, wie ich vorher schon gesagt habe. In 1. Korinther 12, Vers 11 steht, dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Da geht es davor um die Geistesgaben, das ist ein zu großes Thema, da können wir anders mal drüber reden oder fünfmal anders mal drüber reden, weil es einfach groß ist. Aber da geht es darum, der Heilige Geist teilt so zu, wie er sich's vorstellt. Das heißt, er hat seinen eigenen Willen, er hat seine eigene Entscheidungsfähigkeit und das Dritte, was ich gesagt habe, er hat Gefühle. In Epheser 4, Vers 30 am Anfang steht, tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Da sieht man, der Heilige Geist hat Gefühle, er kann traurig sein, er kann sich freuen, er kann begeistert sein, er kann Mitgefühl haben, er hat Gefühle. Und das sind eigentlich alles Eigenschaften, die eine Person auch hat. Eine Person hat einen Verstand, einen Intellekt, jeder von uns hat einen Verstand, jeder von uns hat einen Willen, einen eigenen Willen, dies zu tun, das nicht zu tun.
Und jeder von uns hat auch Gefühle. Das heißt, an den drei Sachen sieht man eigentlich, dass der Heilige Geist eine Person ist und dass er nicht irgendwas Abstraktes ist, das irgendeine Sache, die rumschwebt oder so, sondern er ist wirklich eine Person. Man kann ihn kennenlernen als Person, man kann ihm begegnen als Person und er ist zwar nicht sichtbar, aber Jesus ist auch nicht sichtbar, Gott ist auch nicht sichtbar und sie sind trotzdem da, genauso als Person. Und der Heilige Geist ist ein Teil der von dem dreieinigen Gott eigentlich. Das ist der zweite Teil. Also Punkt 1, der Heilige Geist ist eine Person. Und Punkt 2, der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist hat dieselben Merkmale, die der Vater hat, hat dieselben Merkmale, die auch der Sohn hat. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit sozusagen, mit allen Merkmalen, die Gott auch hat. Und wieder, mag ich wieder in die Bibel schauen, weil ich habe meine Bibelschulunterlagen rausgesucht und da ist natürlich viel Bibel dabei. Und es ist einfach so, die Bibel ist das Wort Gottes und die Bibel zeigt uns den vollständigen Willen Gottes. Deswegen, wenn wir irgendwas rausfinden wollen über Gott und über den Heiligen Geist oder über irgendwas, was Gottes Wille ist, dann sollten wir in die Bibel schauen, weil da die ganze Wahrheit drin steht. Und deswegen mag ich einfach auch anhand der Bibel zeigen, wie der Heilige Geist ist. Ein Merkmal davor, das der Vater hat, das der Sohn hat und das auch der Heilige Geist hat, ist, dass er ewig ist. Er ist ewig. Hebräer 9, Vers 14 steht, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Wo da mein Fokus drauf ist, da steht durch den ewigen Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist ewig, er war schon immer, er wird immer sein, wie ich vorher gesagt habe, er ist schon am Anfang der Bibel, er ist ganz am Ende der Bibel. Und genauso wie Jesus sagt, hey, ich bin dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit, genauso gilt es auch für den Heiligen Geist. Er ist dasselbe gestern, heute und für immer, er wird sich nicht verändern, er ist ewig. Zweiter Punkt, was ein Merkmal ist dafür, dass der Heilige Geist Gott ist, ist, dass er allwissend ist. Er weiß alles, von Anfang bis zum Schluss. Er weiß alles, er kennt alle Gedanken, er weiß, was passieren wird, was passiert ist. 1. Korinther 2, Verse 10 und 11 steht, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von dem Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. Keiner kann die Gedanken Gottes nachvollziehen, als nur der Geist Gottes. Gott selbst ist ewig. Der Heilige Geist kann die Gedanken Gottes nachvollziehen, ist auch ewig. Er kann alles nachvollziehen und der Geist erforscht alles, heißt es ein Vers, 1. Korinther 2, Vers 10. Er erforscht alles. Das heißt, er ist allwissend. Er hat die Möglichkeit, auf alles Wissen zuzugreifen, auf alles, was jemals war und was jemals sein wird. Auf alles, was in deinem Leben ist. Er hat mehr Wissen über dich als du selber. Er weiß genau, was in deinem Herzen passiert. Oft haben wir da nicht so Zugriff auf unser Innerstes. So ist es zumindest bei mir manchmal, dass ich nicht so Zugriff habe auf mein Innerstes. Aber der Heilige Geist weiß das alles. Genauso wie Gott Vater und Gott der Sohn. Wieder ein Merkmal, dass er Gott ist. Punkt, der dritte Punkt, von dem, dass der Heilige Geist Gott ist, ist, er ist allmächtig. Der Heilige Geist ist allmächtig. In Epheser 1, Vers 19 und 20 steht, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt.
ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Das ist richtig krass. Dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die Jesus befähigt hat, den Tod zu besiegen, das ist der Heilige Geist. Das heißt, der Heilige Geist konnte uns auch befähigen und hat die Kraft, ja, zu überwinden, den Tod zu besiegen, genau, und so weiter. Er ist allmächtig. Genauso wie Gott Vater wieder. Gott Vater hat durch sein Wort die Welt erschaffen, wie Jesus, der Kranke heilen konnte. Und der Heilige Geist ist genauso allmächtig wie die anderen zwei. Und der dritte Punkt ist, warum der Heilige Geist Gott ist, er ist allgegenwärtig. Er ist überall zur gleichen Zeit, immer. Psalm 139 steht, Verse 7 bis 10, wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Jetzt haben wir gesehen, der Heilige Geist ist eine Person, er hat einen Verstand, er hat einen eigenen Willen, er hat Gefühle. Und der Heilige Geist ist Gott. Er ist ewig. Er ist allwissend. Er ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Das ist so krass. Und das sind eigentlich die Sachen, die wir über den Heiligen Geist wissen müssen. Der Heilige Geist ist eine Person, das heißt, man kann ihm begegnen von Face to Face, von Angesicht zu Angesicht. Und er ist genauso Gott. Und Jesus hat gesagt, dass er die Erde verlassen wird. Und das haben wir auch letzte Woche schon gehört in der Predigt von der Geli, wo sie Johannes 14 vorgelesen hat, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht und sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Jesus hat versprochen, dass er uns einen Beistand schickt, dass er uns den Heiligen Geist schickt, der bei uns bleibt in Ewigkeit, für immer, der bei uns ist, wo auch immer wir hingehen, in was für Richtung wir uns bewegen, ob wir weit weg sind, ob wir ganz nah sind, egal wo wir sind, der Heilige Geist ist da. Und im Vers 18 steht dann nur, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Und man denkt vielleicht in dem Moment, dass Jesus sagt, okay, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, dass man denkt, okay, Jesus kommt dann wieder. Klar, er ist dann kurz wieder gekommen, aber Jesus ist ja Teil des dreieinigen Gottes und er sagt dann, hey, ich komme wieder und ich werde bei euch bleiben. Und das ist eben der Heilige Geist, der dann in Ewigkeit bei uns bleibt. Und der dritte Punkt von meiner Predigt, der erste Punkt war, Heiliger Geist ist eine Person. Das zweite, der Heilige Geist ist Gott. Und jetzt habe ich ihn eigentlich vorgestellt, quasi. Jetzt habe ich ein paar Eigenschaften vom Heiligen Geist gesagt, sodass man sich ein bisschen ein Bild machen kann. Aber jetzt würde ich gern die Möglichkeit geben, dass wir dem Heiligen Geist begegnen können. Weil die Bibel sagt, er bleibt bei euch in Ewigkeit. Das heißt, der dritte Punkt ist, der Heilige Geist ist hier. Er ist jetzt hier. Und vielleicht kommt Musik schon kommen. Und ich mag jetzt einfach eine Gelegenheit schaffen, dass wir dem Heiligen Geist wirklich begegnen können. Und
dass der von einer abstrakten, fernen Sache zu einem ganz persönlichen, zu einer ganz persönlichen, nahen Sache wird. Und vielleicht hast du vom Heiligen Geist schon ganz früh gehört und schon ganz viel mit dem Heiligen Geist erlebt, aber wir haben gehört, dass er unendlich ist. Er ist allgegenwärtig, allmächtig, das heißt, da ist mehr in ihm. Und vielleicht hast du noch nie was mit dem Heiligen Geist zum Tor gehabt oder nur ganz wenig. Dann mag er dir ganz neu begegnen. Dann mag er sich dir vorstellen. Er steht da und sagt, hey, ich bin auf dieser Erde, ich bin der Teil von Gott, der noch gegenwärtig auf dieser Erde ist. Und ich würde dich gern vorstellen. Ich würde mich gern vorstellen. Die Frage ist nur, geben wir ihm den Raum, dass er wirken kann in unserem Leben? Wieder, wie ich am Anfang von der Predigt gesagt habe, es liegt an uns, dass wir uns öffnen, dass wir Erwartung haben, dass wir erwarten, dass der Heilige Geist uns berührt, dass er zu uns spricht. Es liegt an jedem Einzelnen von uns. Und wo Jesus am Kreuz gestorben ist, für die Fehler von jedem Einzelnen von uns, das hat quasi, und dann auferstanden ist und dann in den Himmel gegangen ist, das hat den Weg frei gemacht, dass der Heilige Geist auf diese Erde kommen kann. Im Alten Testament steht, das war eine Prophetie aus dem Alten Testament, Hesekiel 36, 27 heißt es, ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Das heißt, Gott will einen Teil von sich in unser Innerstes geben. Gott will uns persönlich begegnen als Gott, aber nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Der Heilige Geist ist eigentlich, wie wenn Jesus beständig bei uns ist. Ich glaube, wenn die Jünger sich damals entscheiden hätten können, wenn Jesus sagt, hey, ich gehe weg, aber ich schicke euch einen anderen Beistand, dann hätten die Jünger sicher sich für Jesus entschieden, weil den haben sie schon gekannt, der war ihnen nah. Aber nachdem Jesus dann gegangen ist und sie gemerkt haben, boah, krass, der Heilige Geist ist ja noch viel krasser, auf den habe ich immer Zugriff, der ist immer bei mir, der ist nicht mal schnell auf dem Berg und betet mit dem Vater, wo ich keinen Zugriff habe, der ist nicht, wenn ich, wie in der einen Geschichte, wo die Jünger im Boot gesessen sind, wo Jesus nicht dabei war und sie haben Angst gehabt, der ist nicht, muss dann nicht erst zum Boot kommen, sondern er ist da, er ist da. Der Heilige Geist ist da, er ist hier. Und der Heilige Geist ist der Teil von Gott, der auf der Erde gegenwärtig ist. Und das müssen wir uns bewusst machen. Er ist eine Person, das heißt, wir können ihm begegnen. Wir können zu ihm kommen und sagen, hey, Heiliger Geist, schön, dass du da bist. Darf ich dich kennenlernen? Zeig mir, wer Gott ist. Und die Gegenwart Gottes ist hier, jetzt, in diesem Raum, in Person des Heiligen Geistes. Die Gegenwart Gottes ist hier in diesem Raum, in Person des Heiligen Geistes. Gott selbst ist hier in diesem Raum, in Person des Heiligen Geistes. Gottes Friede ist da in diesem Raum, face to face zu dir, direkt vor dir, in Person des Heiligen Geistes. Seine Liebe ist da. Und das alles ist eigentlich der Heilige Geist, der auf dieser Erde noch ist. Das ist das, was sich Gott ausgedacht hat. Gott ist ganz schön gescheit. Das sagt mein Dad immer. Gott ist ganz schön gescheit. Das hat er schon lange nicht mehr gesagt, aber es ist wirklich so. Gott ist echt ganz schön gescheit. Und er hat sich's ausgedacht. Er hat gedacht, er hat gewusst, die Menschen werden sündigen. Er hat gewusst, dass sich die Menschen durch die Sünde von ihm entfernen. Dann hat er sich dafür eine Lösung überlegt. Dann hat er dafür Jesus geschickt, seinen Sohn geschickt. Und hat gesagt, hey, mein Sohn, ein Teil von mir wird geschickt, lebt ein makelloses Leben ohne Sünde und stirbt dann,
für alle Sünden, die die Menschen gemacht haben. Nimmt es auf sich und bezahlt mit seinem Blut für die ganzen Verfehlungen, die jeder Mensch jemals gemacht hat und jemals machen wird. Das ist richtig cool. Hat sich Gott was Gutes ausgedacht. Und dann hat er aber gesagt, hey, Jesus kann nicht überall gleichzeitig sein. Deswegen ist Jesus gegangen und hat Platz für den Heiligen Geist gemacht. Und der Heilige Geist ist da für dich. In jedem Lebensbereich, immer. Wenn es dir gut geht, ist er da. Aber wenn es dir schlecht geht, wenn sich deine Gedanken drehen, wenn du ein Gedankenkarussell hast, der Heilige Geist ist da. Alles, was in der Bibel über Gott steht und alles, was in der Bibel über Jesus steht, das ist alles bei uns in Form des Heiligen Geistes. Und vielleicht machen wir alle mal unsere Augen zu. Und vielleicht magst du die Hände auf deine Oberschenkel legen, so offen, so empfangsbereit quasi, als würdest du was erwarten. Und ich lade den Heiligen Geist jetzt einfach mal ein, dass er uns begegnet, dass wir ihn so erleben, wie er ist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. In deinem Wort hast du, bist allgegenwärtig. Du bist immer da. Und ich bete jetzt einfach und bitte dich einfach, Heiliger Geist, dass du jetzt den Raum erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Herrlichkeit. Aber wenn jemand zuhört unter der Autofahrt beim Kochen, dass deine Gegenwart den Raum erfüllt. Wenn jemand das Video anschaut, dass deine Gegenwart den Raum erfüllt. Herr, du sagst in deinem Wort, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Danke dir, dass deine Freiheit diesen Raum erfüllt. Dass wo auch immer wir uns gebunden fühlen und gefesselt oder zurückgehalten, dass dort deine Freiheit reinkommt. Halt beim Gebet vor dem Gottesdienst. War Gottes Gegenwart schon so da und war der Heilige Geist so spürbar da, dass ich richtig weiche Knie bekommen habe. Und war so ein Frieden in dem Raum und so eine Liebe. Und das hat Gott für uns geplant, dass wir ihn spüren können, dass wir ihn erleben können. Dafür hat er einen Heiligen Geist geschickt. Und das ist nicht abhängig von einem Raum, wo viele Menschen da sind, sondern das kann jeder alleine bei sich zu Hause genauso machen, dass man sich hinsetzt und einfach sagt, Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein. Komm und berühre mich. Komm und ordne meine Gedanken. Zeig mir den nächsten Schritt. Ich weiß keinen Ausweg. Hilf mir. Das ist der Heilige Geist. Er spricht zu uns, er spricht ganz, ganz selten wirklich hörbar. Also ich habe es noch nicht erlebt, aber ich habe es schon gehört von Leuten, die es erlebt haben. Aber er spricht in unserem Herzen, in unserem Inneren, so eine leise Stimme. Der Heilige Geist ist da. Und eigentlich sind wir Menschen dazu berufen und von Gott auserwählt, dass wir Träger seiner Gegenwart sind. Das ist das, wofür Gott uns geschaffen hat. Dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir Raum schaffen in unserem Inneren, dass wir im Heiligen Geist Raum geben und dass wir seinen Heiligen Geist überall mit hintragen, wo wir hingehen. Dass wir seine Kraft überall mittragen, seinen Frieden, seine Freude.
Und die Bibel sagt, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sein können. In Titus 3, Vers 5 und 6 steht, er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus im reichen Maße geschenkt hat. Da war die Rede davor von dem, was in uns passiert, wenn wir Jesus annehmen. Und wenn wir das annehmen, was er gemacht hat, wenn wir ihn zu unserem Herrn machen. Seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht. Durch eine neue Geburt, wie ein reinigendes Bad. Und das hat der Heilige Geist gewirkt. Das heißt, der Heilige Geist ist ganz entscheidend beteiligt an dem, was Jesus machen will in unserem Leben, an dem, was Gott machen will in unserem Leben. Und um den Heiligen Geist wirklich in unser Herz aufnehmen zu können, es braucht eigentlich gar nichts von uns. Es braucht nur, Gott braucht nur unser Herz. Ich habe ein Lied gehört, auch beim Vorbereiten, wo der Lobpreisleiter gesagt hat, you have nothing to gain, you have nothing to lose. Du musst nichts erreichen, du kannst nichts verlieren. You have nothing to show, you have nothing to prove. Du musst nichts zeigen, du musst nichts beweisen. It's all a present, es ist nur ein Geschenk. Es ist ein Geschenk von Gott. He just wants our hearts. Er will nur unsere Herzen. Das ist alles, was er mag von uns. Und außerdem, dass er unsere Herzen braucht, braucht er nichts von uns. Wir können eh nicht. Außer unsere Herzen ihm zu geben, können wir uns einfach ausruhen. Weil er hat es schon erledigt. Und ich mag jetzt die Möglichkeit geben, dass wir Jesus den Raum in unserem Herzen geben, den er eigentlich, nachdem er sich so sehnt und für das er uns eigentlich auch geschaffen hat, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater haben. Und in der Bibel steht, dass wenn wir in unserem Herzen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, dann werden wir gerettet werden. Und in diesem Gerettetsein ist der Heilige Geist mit inbegriffen. Der Heilige Geist ist jetzt im Raum. Man kann ihn spüren, aber dass man ihn spürt, heißt noch nicht, dass man ihn in sich trägt. Aber das Ziel ist, Gottes Ziel ist, dass wir den Heiligen Geist in uns tragen. Und das passiert durch die neue Geburt, wenn wir Jesus als unseren Herrn annehmen. Und ich werde jetzt ein Gebet vorbeten. Das kann jeder von uns nachbeten. Wenn du sagst, hey, ich mag Jesus wirklich nachfolgen, dann bete es noch aus ganzem Herzen, auch wenn du online dabei bist, wenn du zuhörst. Und damit gibst du dem Heiligen Geist die Erlaubnis, in dein Herz einzuziehen. Und die ganze Friede, die ganze Ruhe, dass du das mit dir mittragen kannst. Dass es nicht von äußeren Umständen abhängig ist, sondern dass es in dir ist. Vielleicht schließen wir alle nochmal unsere Augen. Und ich bete vor und ihr dürft es nachbeten. Jesus, danke, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Danke, dass du siegreich wieder auferstanden bist. Und danke, dass du den Heiligen Geist auf die Erde geschickt hast. Jesus, sei du mein Herr. Heiliger Geist, zieh in mein Herz ein. Erfülle mich ganz. Zeig mir den Weg, den du für mich hast. Ich will dir nachfolgen.
Hey, wie cool, dass Gott immer noch ganz persönlich zu uns spricht. Und ich komme richtig viel mit in mein Leben nehmen aus dieser Predigt jetzt. Ich hoffe, du auch. Und ja, vielleicht bist du einfach auch neugierig geworden, so einen Gottesdienst oder so eine Predigt mal live zu erleben. Du bist immer herzlich willkommen, an einem unserer Standorte live mit dabei zu sein. Schau einfach mal auf unserer Website nach, da kannst du die Infos zu den Standorten finden und noch vieles, vieles mehr. Klick dich da rein, informier dich und ja, ich freue mich, dich irgendwo in einem Gottesdienst an einem unserer Standorte zu treffen. Eine super Woche und bis bald!